So, Freunde, heute gibt es mal ein bisschen anderes Video. Und zwar habe ich jetzt neulich ein Paket bekommen. Das würde ich sagen, packen wir jetzt mal zusammen aus. Und das zeige ich euch erstmal. So, okay. Und zwar hat mir nämlich mein guter Kollege bzw. meine guten Kollegen von Hasbro ein richtiges Wunschpaket zur Verfügung gestellt bzw. mir einfach mal zugeschickt. Erstmal wirklich ganz fetten Dank an Hasbro. Und ich muss sagen, das ist bisher, sage ich mal, das, was mir am meisten gefällt von denen, die ich schon mal in der Sammlung habe. Worum geht es, Freunde? Es geht hier um Star Wars Laserschwerter. Ich bin persönlich riesen Star Wars Fan und die haben mir nämlich das Laserschwert, Freunde, von Count Dooku höchstpersönlich zugeschickt. Ich meine, schaut euch das mal an, diese Verpackung. Das sind jetzt keine Billigschwerter oder so etwas. Das sind tatsächlich hochwertige Schwerter, die mit so LEDs und Sound funktionieren. Und der Griff ist komplett aus Metall. Ich bin richtig gespannt. Wir werden das jetzt zusammen auspacken. Dann zeige ich euch noch gerne meine Sammlung, weil es ist eine Herzensangelegenheit von mir. Ich bin ein riesen Star Wars Fan. Wenn ihr es auch seid, lasst gerne ein Like da. Und wir packen das zusammen aus und testen dieses Laserschwert mal, weil ich bin sehr gehypt. Und mein absolutes Lieblingsschwert ist eigentlich von Palpatine oder von Mace Windu. Mace Windu kam ja raus, das habe ich persönlich leider noch nicht gekriegt und konnte das auch nicht ergattern. Ich glaube, das kam in Deutschland nicht raus, ich weiß es zumindest nicht. Aber Count Dooku ist, sage ich mal, in meiner Top-Liste, würde ich sagen, auf Platz 3, weil es ja auch so ein bisschen krumm ist. Okay, Leute, haben wir beide Sachen auf? Ach so, hier muss ich unten auch noch aufmachen, okay. Ich mache mal jetzt Folgendes, ich mache mal die Kamera ein bisschen weitwinkliger, dann kann man ein bisschen besser sehen. So, ich glaube, von hier aus kann man es noch etwas besser erkennen. So, ich würde sagen, wie mache ich das Ding jetzt auf? So, hier, hier und da. Und jetzt packen wir es mal aus. Okay, bloß nichts Falsches drücken, dass hier die Aufnahme nicht abbricht. Okay. Oh mein Gott. Also, krass. Also, damit ich euch das so zeigen kann, was da genau drin ist, Freunde. So, Leute, das ist auf jeden Fall der Inhalt. Hier ist das Schwert drin. Und ich hole das erstmal raus und dann packen wir das mal gemeinsam aus, würde ich sagen. Schmeißen wir mal alles weg, was wir nicht brauchen. Die Verpackung werde ich mir natürlich auch aufheben und in den Keller packen, weil... Oh mein Gott, Alter. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so viel wiegt, Leute. Ich glaube, das ist der Boden, das ist dieses Ding, was auf dem Boden ist. Sieht sehr, sehr hochwertig aus. Hier noch die Aufkleber mache ich natürlich später weg, Leute. Also, boah, das wiegt schon ordentlich. Was ist da alles drin für Metalle? Heftig, ey. Also, so, das ist hier... Ah, das sind die Halterungen für den Standfuß. Hier machen wir es mal raus. Oh mein Gott, ich bin so gehypt, Leute. Erste Mal Count Dookus Laserschwert halten. Ist natürlich nicht mein erstes. Ich werde euch gleich meine Sammlung zeigen. Legen wir das mal zur Seite. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute. Schaut euch das mal an, Freunde. Das hier ist Count Dookus Laserschwert aus Star Wars Episode 2 und 3. Genau, in Episode 1 kam der gar nicht vor. So nice, Leute. Ich bin gespannt. Wir müssen das Ding hier noch aufsetzen. Dann werden wir noch ein bisschen die Batterien einfügen. Aber ich muss schon sagen, Leute, das sieht noch geiler aus, als man sich das vorgestellt hat. Ich weiß nicht, soll man das so greifen oder greift man das so? Weil ich glaube, hier sind ja diese Gummihalterungen und dann kann man davon eventuell... Oh mein Gott. Ey, keine Ahnung, das fühlt sich ein bisschen anders an, wenn man das so hält. Aber wir machen das mal zusammen und dann an. Ey, ich bin echt gehypt. Also wie gesagt, danke an Hasbro auf jeden Fall. 1, 2 und 3. So, rein damit. Das gehört zum Beispiel auch noch dazu. Ist normalerweise gar nicht bei den anderen Schwertern dabei gewesen, aber so ein normales Podest, sehr geil. So, Freunde, hier einfach mit Star Wars drauf und da tut man diese ganzen Plastikhalterungen drauf. Ich würde sagen, ich mache es lieber nicht zu viel fest, aber ich glaube, das ist zumindest die richtige Reihenfolge. Yo, und ranschrauben. Alter. Er will nicht so richtig. Irgendwie. Jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wann rastet der irgendwo ein oder wie weit soll der reingehen? Weil ich weiß jetzt nicht, wie weit ich den drehen soll. Das habe ich gar nicht mal bedacht. So. Ah, okay. Das soll unten sein. Mhm. Okay. Mal richtig ordentlich zu machen. Oh, verdammt. Ey, das ist so nervig. Das ist so ärgerlich, wenn das so quer ist. Ich muss das richtig zukriegen. Alter, ich mach's gleich kaputt. Ja, ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Ich muss das irgendwie nachmachen. Aber es sieht jetzt schon doch
Sieht eigentlich, doch, sieht nicht schlecht aus. Sieht episch aus. Vor allem, oh mein Gott, es fühlt sich richtig gewichtig an, ne? Puh. Alter, okay. So, ich mach mal den Stuhl weg. Ich probier mal, das jetzt anzumachen. Okay, damit würde ich sagen, wir machen das Schwert jetzt mal an, Freunde. Und wir schauen uns mal an. So, überhaupt, wo war denn der Knopf nochmal dafür? Ich glaube, der war hier. Okay, perfekt, Leute. Also, wir machen es jetzt an. So. Ui. Der klingt anders. Warte, hört man das? Der klingt anders als die anderen Laserschwerter, die ich habe. Ich zeig's euch gleich mal. Alter, der hat so viel Gewicht, ich komm damit gar nicht klar. Das ist richtig großes Schwert. Alter, wie soll ich denn damit Spins machen? Wie soll das gehen, Alter? Ich weiß, es ist wirklich... Das ist, glaube ich, das schwerste Schwert, das ich habe, neben dem von Kylo Ren. Also ich muss echt sagen, die Verarbeitungsqualität, die ist wirklich auf einem ganz, ganz, ganz anderen Niveau, muss ich zugeben. Also das ist wirklich heftig, muss ich sagen. So, dann kommt natürlich noch dieser Standfuß dazu. Ich glaube, da muss man das Schwert so hier drauf und hier ranlegen. Ich glaube... So, ich glaube, hier erkennt man es am besten, Leute. Schaut euch das mal an. Das ist einfach zu krass. Das ist wirklich, wirklich zu krass. Und das als mega Star Wars Fan, muss ich einfach sagen, Count Dookus Laserschwert, das gehört auf jeden Fall auf jede Sammlerliste. Also das muss jeder haben, Freunde. Ich glaube, das kann man auch aktuell noch auf Amazon kaufen. Ist auch nicht allzu teuer. Also verglichen mit den normalen Schwertern, die steigen ja enorm am Wert. Muss ich einfach sagen, wenn es noch verfügbar ist und ihr Count Dooku oder Star Wars Fan seid, Leute, holt euch das Ding, es ist geil. So, Leute, sieht das dann auch aktuell aus. Ich muss sagen, richtig geiler Standfuß. Und ich werde das auf jeden Fall, Leute, dann, wenn ich mein neues Setup mal umstelle, das auf jeden Fall dann aufs Regal tun. Und Leute, ich bin jetzt gespannt, wie das mal so bei der Nacht aussieht. Da bin ich mal gespannt, Leute. Also, let's go. Bruder, das sieht so, Alter, das ist anders heftig, Leute. Ich hoffe, ich mache hier nichts kaputt. Alter, ich wollte euch noch was, ein bisschen was zeigen. Und zwar war das nämlich folgendes, Leute. Wenn wir jetzt einmal mal zu mir wechseln. Übrigens wundert euch jetzt gerade nicht, warum mein Haarschnitt anders ist. Liegt wahrscheinlich daran, weil ich das Video ein paar Wochen später aufnehme. Auf jeden Fall, Freunde, wollte ich euch noch Folgendes zeigen. Und zwar habe ich euch noch von meiner Roomtour mal gezeigt. Also übrigens, wenn ihr mal wieder wollt, dass hier vielleicht mal eine neue Roomtour oder sowas kommt, übrigens mit den freshen Nano-Leaves hier am Start, dann schreibt es in die Kommentare rein. Also ich denke, ich habe da auf jeden Fall mal Bock. Hier haben wir, Leute, das Laserschwert von Luke Skywalker, Episode 6. Man hört es, es ist komplett anderer Sound sogar. Und hier natürlich, Leute, noch Kylo Ren's Schwert. Also wenn ihr wirklich, Leute, wollt, dass ich mal meine komplette Sammlung zeige, dann lasst dem Video ein Like da, Leute. Hier haben wir noch Kylo Ren am Start. So. Bruder. Junge, Alter. Also wie gesagt, da bin ich voll in meinem Element, Leute. Also Star Wars ist halt einfach genau mein Ding. Hier haben wir dann noch zwei weitere Schwerter am Start. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann. Einmal da hinten, Leute. Ich glaube, Anakin Skywalker war es noch. Und dazu noch Darth Maul, habe ich ebenfalls dann auch von Hasbro noch zugeschickt bekommen. Auf jeden Fall, Freunde, wie gesagt, Hasbro, echt vielen Dank für dieses fette Teil. Ich muss sagen, es ist einfach absolut der Wahnsinn. Vor allem der Standfuß gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. So, und ich hoffe, das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört. Es geht automatisch an wegen diesem Knopf hier hinten. Auf jeden Fall, Freunde, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt natürlich jetzt gerne in die Kommentare, ob ihr auf jeden Fall noch meine gesamte Sammlung sehen wollt. Ich habe da noch ein paar unausgepackte Schwerter im Keller liegen. Einige davon haben mir sogar noch Hasbro zugeschickt. Deswegen echt, Kuss geht raus auf jeden Fall. Und ich bin gespannt auch auf das Schwert von Palpatine, Leute. Das soll nämlich auch, ich glaube, so um den Dezember herum rauskommen. Deswegen, Freunde, auf dem zweiten Kanal, vergesst nicht, gerne ein Like da zu lassen, abonnieren natürlich nicht vergessen. Und Leute, wenn ihr eine Roomtour haben wollt, auf meinem Hauptkanal, dann wisst ihr natürlich Bescheid, was zu tun ist. Aus dem Grund, Leute, würde ich sagen, möge die Macht mit euch sein. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.